Guck mal, die ersten Blumen sind fertig. Und ich glaube, der Kartoffelsalat. Hoppla. Und der Kartoffelsalat ist auch. Ach, Kartoffelsalat. Der Salat ist auch fertig. Was machen wir jetzt anders? Machen wir das lieber so. Also was bräuchte ich wieder? Salat ist fertig. Ich würde wieder Salat kaufen. Ich glaube, das mache ich dann auch. Okay, die sind noch nicht so weit. Salat könnte ich wieder kaufen für heute. Oh, ich habe einen Soundbug. Macht gar keine Geräusche mehr. Nee. Manche Geräusche will er nicht mehr machen gerade. Eier sind auch soweit fertig. Nehmen. Oha. Na, das Soundpack ist jetzt doof. Warte mal. Gehen wir einmal kurz zum Titelbildschirm wieder zurück. Guck mal, dass wir diesen Soundbug loswerden. Ich hatte das Gefühl, der hat jetzt das Lied auch auf Dauerschleife gehabt. Einfach nur diese kleine Stelle da. Das ist auch doof. Das muss ja auch nicht sein. Oh, ich habe seinen Geburtstag vergessen. Oh Mann. Na egal. Passiert. Passiert. So, dann machen wir das jetzt anders. Erstmal hier wieder Kohle reinsetzen. So. Dann machen wir das jetzt auf dem Rückweg. Das ist ja wieder das übliche hier. Mühle. Salz. So. Den Sound wollte ich wieder haben. Aber die Tür macht er trotzdem nicht. Man kann nicht alles haben. Okay, ihr seid noch nicht so weit. Dafür seid ihr alle so weit. Boah, seid doch nicht alle auf den Haufen. So.
Jetzt werden die Blumen und der Salat geerntet. Brauche ich ungefähr noch. Ja gut, 174. Das ist noch viel. Jetzt kann ich, woher ich diese schnellen Punkte kriegen soll. Ich kriege ja immer pro Abgabe kriege ich nur 3. Achso, ich wollte Sprengler 3 bauen. Packen wir den lieber hier hin. Ach Mensch. So. Die können dann weg. Jetzt machen wir die schon mal. Ich weiß noch nicht, ob ich die Pfingstrosen wirklich wieder mache. Die bringen ja leider nicht so viel. Die sortiere ich jetzt auch mal ein bisschen um. Zu dem, was man anbauen kann und was man halt findet. Weil vieles kann man findet man leider nur. Da wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn die auch mal ein bisschen auseinander sortiert sind. Zumindest. Mohnblumen. Mohnsamen. Aus Mohn kann ich doch bestimmt auch Körner machen, oder? Ein Symbol der Erinnerung und der Auferstehung. Wobei Mohnblumen habe ich auch noch gar nicht verschenkt. Ich glaube, dann machen wir nochmal Mohnblumen. Ah ne, warte mal. Die Mohnblumen, die wachsen ja noch, ne? Das sind ja die hier. Die lassen wir auch noch mal. Okay, Fische brauchen noch ein bisschen. Ach, ich musste doch Milch noch und Käse machen. Na, ich wollte nur ein. Davon 3. Davon auch 3. Habe ich eigentlich schon mal geguckt, wie viel die bringen? Nee, ne? Ach, was soll's. Oh. Oh, ich würde zu gerne wissen, wie viel Kohle der bringt. Den muss man auch noch abgeben. Das würde ich aber vielleicht nicht mit denen machen. Da würde ich lieber Bronzeziegenkäse machen. Ich glaube, das machen wir auch. So füllen wir den ein mit Bronze. Und wenn wir den haben,
Dann werden wir den am Tempel abgeben. Der frage ich mich jetzt, wie viel Kohle der bringt. Dieser Käse. Da bin ich jetzt neugierig. Aber wir haben Samstag, ne? Der öffnet um 9. Schmied öffnet auch gleich. Einen habe ich noch. Ich weiß noch nicht. Okay, das war da unten schon, okay. Salat haben wir noch. Vater, fällt mir gerade ein. Wenn wir auch alles mit Schneeglöckchen jetzt voll machen. Aber wir kaufen jetzt erstmal ein. Schmied holen wir jetzt unser Werkzeug ab. Weil wir haben ja noch die Hake, die waren wir ja noch dabei, die auf Maximum zu bringen. Die ist jetzt fertig. Alles an Werkzeug abgegradet auf Maximum. Fehlt jetzt nur noch das Netz. Schon wieder eine Spinne. Wieder die Witwe. Da ein Netz auszulegen, das war jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, was hatte ich jetzt vor? Ah ja, ich wollte noch einkaufen gehen. Schon wieder vergessen gehabt. Auch nur im Frühjahr. Mangold haben wir angebaut. Radieschen sind könnten wir auch mal machen. Ach komm, wir machen mal Karotten. Und ein bisschen Salat wieder. So. Und für den Fall, dass wir jetzt mal was nicht machen können. Also zwei Backups holen.
Falls ich mal vergesse, einkaufen zu gehen und der Laden hat zu. Bananen könnte man wieder mitnehmen. So, dann haben wir die auch wieder. Aus Zuckerrohr Schnaps machen kann. Das würde mich jetzt mal interessieren. Gänseblümchen? Na, weiß ich nicht. Ob sich Gänseblümchen lohnt? Sollte ich ja erstmal gedeckt sein. Für eine ganze Weile. Das wäre jetzt auch Mohn, ne? Ja, Mohn machen wir dann an ein paar Tagen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann passt das ja für 4 Stück. Da hätte ich eigentlich irgendwie besser auch machen können. Also ja, wachsen mehrmals, ne? Wie mache ich das jetzt gut? Bananen kommen hier hin. Ja, das ist jetzt eine kleine Geldverschwendung, aber ist jetzt egal. Pflaume. So, das reicht auch, was hier ist. Machen wir jetzt hier unten Karotten. Okay, ich habe nichts vergessen, ne? Nee. Gut, und da warten wir, bis das alles fertig gewachsen ist. Da werden wir hier die Rambutan-Setzlinge werden wir dann hier anpflanzen. Dann sind die auch da gewachsen. Gut, aber das erst am nächsten Tag. Bis dahin kann erstmal alles wieder hier hin. Und wir nehmen jetzt die Schneeglöckchen mit und pflanzen die jetzt einfach mal hier hin. Schön im Gewächshaus. Eigentlich könnte ich die auch noch draußen machen, aber wir machen sie jetzt hier.
So, dass alles schön Schneeglöckchen hier gemacht werden. Alles schön Honig gemacht und gut ist. Daraus machen wir dann Honig und den Honig werden wir zum größten Teil dann verkaufen. Irgendwann vergessen? Ich sehe keine Stelle, okay. Dann haben wir jetzt alles gepflanzt, was wir pflanzen wollen. Gut. Die Blumen können wir jetzt nochmal weg. Ihr kommt hier rein. Und die kommt da rein. Jo. Nee. Warte mal, die wollte Bronzeerz haben, ne? Es waren noch 5 Stück, oder? Bronzebarren meine ich. Wo ist er denn gerade? Die Kira. Wo ist die Kira? Da. Die ist in der Stadt. Okay, dann gehen wir mal die Sachen ab. Besorgung geschafft und gut. So, jetzt gucken wir mal, wie es im Wald aussieht mit Hartholz. Beziehungsweise. Ich habe ja gar keinen. Mach lieber nochmal ein paar Bahren. Erz habe ich sogar auch genug. Holz. Glaube ich, sehr viel angeln, dass ich da alles mal frisch. Nee, Eier kommen hier nicht da rein. Wenn das überhaupt nur Angeln ist, was eigentlich das Problem ist, aber ich glaube, das ist es nicht mal. Ich will noch eine Katze haben. Ich brauche noch eine dunkle Katze. Dann haben wir Sammy und Lucifer hier. In Gold. So, eine Stelle frage ich mich gerade auch noch, ob da was Gutes gefangen worden ist. War einfach nur da oben über den Teich. Beziehungsweise über den warmen Quellen. Oh, der Laden hat offen. Hühnerkostüm. Boah, ist der teuer. Wow. Muschellampe Nachttisch. Billiges Tellerregal. Okay. So, Bambussprossen nehmen wir mit.
Guck mal, den können wir abgeben. Auf die Mutter habe ich gehofft, dass sie da ist. Jetzt ist dann die Frage, geben wir den im Museum ab oder geben wir den jetzt... Ach komm, wir geben den Essen-Tempel ab. Ich züchte den ja auch gerade. Sandläufer. Käfer. Insekten sind auch allmählich alle da. Ach, den Seewolf muss ich noch abgeben. Warte mal, habe ich den nicht bei mir? Moment. Habe ich nicht noch einen Seewolf? Mal gucken. Zumindest nicht hier. Dann habe ich den nicht. Schade. Ich meine, ich hätte den gehabt. Ich dachte, ich hätte den gehabt. Aber anscheinend nicht. Jetzt einfach. Ich frage mich gerade. Wobei, warte mal, wie voll ist der eigentlich? Der müsste auch schon wieder gut leer sein. Jo. Der kann eigentlich auch. Weg. So, Pilz weg. Jetzt können wir den eigentlich auch in Gold züchten. Solange wir den noch nicht in Osmanium haben. Die müssen noch wachsen, das muss noch wachsen. Okay. Ich frage mich gerade, wie viel Hartholz wir haben. Zu wenig. Okay, der Laden hat schon wieder zu. Ich will nicht die ganze Zeit, was wir jetzt machen können. Ob wir einfach jetzt angeln sollen nochmal. Wie sieht das denn aus, den zu verkaufen? Bringt das denn viel oder nicht so viel? Achso, nee, den habe ich ja jetzt da reingesetzt. Ah, Mann. Vergisst du schon die Zeit? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal angeln weiter. Bevor ich hier einfach noch wieder wild rumprobiere, um zu gucken, was ich machen kann. Aber ich will schon... irgendwie wieder was machen können. Bevor die Sachen vor allem wieder auch rumstehen und nichts produzieren. Und irgendwo muss ja meine Kohle kommen. So.
Gut, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal angeln. Weil eigentlich bräuchte ich auch Seetang. Nee, nee, wir gehen angeln. Wir gehen aber dieses Mal. Ich will denn angeln jetzt? Wo habe ich denn Lust zu angeln? Ich kann am Tempel angeln. Ich könnte auch noch Seetang holen. Ich bräuchte auch Seetang. Ach komm, wir gehen jetzt hier angeln. Wobei, nee. Immer was anderes. Wir gucken mal, dass wir mal ein bisschen Seetang holen. Wobei, ich habe auch kein Netz gerade. Nein, wir angeln jetzt. So. Mal schauen, was wir hier angeln können. Ach komm, einer geht noch. Ausdauer sagt, dass einer noch geht. So, was haben wir jetzt neu? Der Barramundi kann im Museum gespendet werden und der Regenbogenfisch, der kann oben abgegeben werden. So, machen wir das doch. So, du kannst dann hier hin. Ich hätte gerne Koi. Ich weiß noch nicht, wo ich Koi herkriege. Und Barramundi kann dann ins Museum rein. Jo. Du brauchst ja nur, eigentlich brauchst du nur Kohle und Erze. War das, wo waren die jetzt da? Eigentlich brauchst du immer nur Kohle und Erz. Na gut, du brauchst sehr viele Erze dafür. Und die ersten würde ich vielleicht nicht benutzen. Es hat eine Stunde gedauert und mir irgendwann langweilig geworden. Achso, das ist ja doof. Wenn das so lang, wenn der Test so lange dauert. Der Englisch. Wenn du dich selber Englisch testen möchtest. Schade, dass wir den nicht in Spanien bekommen haben. Der kann weg, der Schnapper kann auch weg. Die Vorwalle auch. Würde mich schon interessieren, wie viel er bringt. Wahrscheinlich gar nicht so viel. Den schon mal verkauft. 80. Der lohnt sich ja nicht wirklich zu züchten. Lassen wir den einfach. Wie sieht es hier aus? Soldatenkäfer? Ne, Glühwürmchen. Das kann mal so verkauft werden. Der frage ich mich, wie viel der bringt.
Aber bis jetzt mit diesen Englisch-Tests halt zu keiner guten Bewertung gekommen? Oder hat er überhaupt zu dem Zeitpunkt dann gar nicht gewertet, soweit du das gemacht hast? Ich weiß, was wir machen können. Boah. So einen langen Test hätte ich jetzt aber auch keine Lust zu machen. Da vergeht doch irgendwann mal einen den Lust daran. Haben wir eh genug Stein. Ach, davon habe ich noch welche, ne? Moment. Hat sie nur wo? Ich habe zu viele Kisten. Da. Oh, Bodenplatten hatte ich auch noch gehabt. Hä, wieso? Da geht's wieder nicht. Da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Ah, wie viele sind das? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir das einfach bis hierhin. Eigentlich auch hier doof, ne? Ja, das machen wir später anders. Dann bräuchte ich noch ein Tor. Ja, ich mach das auch gleich wieder weg. Mir gefällt das auch nicht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Gott, jetzt geht die Ausdauer runter. Jetzt laufen wenigstens die Tiere. Wobei, warte mal. Keine Ahnung, ob sie jetzt dazwischen laufen werden. Ich mach einfach mal da auch mal einen Zaun hin. Wir lassen das einfach mal so.
Ja. Gehe ich jetzt auch. Hopp, hopp. Schnell, 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 schnell. Ja gut, ich hätte auch essen können. Bernine, 1000k Münzen. Okay. Ah, große Fischköder.